Hi, ich bin DF und heute gibt es ein Update in Sachen Steadicam, nämlich wie man die Richtung der Kamera steuern kann. Ihr wisst ja, vor einer Weile habe ich einen Test hochgeladen und da war ich alles andere als begeistert, weil mir der Wind dauernd die Kamera aus der Richtung gedrückt hat. Zu diesem Thema habe ich einige Kommentare bekommen und nachdem die schriftlich nur schwer zu beantworten sind, habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein Video draus. Zum Beispiel habe ich zwei Zuschriften bekommen von Wildes Wiesent und von Dansky99. Ich solle doch einfach die Mittelsäule mit zwei Fingern der freien Hand nehmen und damit die Richtung steuern. Das habe ich schriftlich auch schon beantwortet, aber ich muss ehrlich zugeben, da war ich vielleicht ein bisschen barsch. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Kann ich nach wie vor nicht, aber ich möchte es jetzt heute auch zeigen. Warum kann ich mir das nicht vorstellen? Na ganz einfach, so ein Steadicam ist ja ein recht komplexes System. Man tut alles dafür, damit die Erschütterung der tragenden Hand nicht auf die Kamera übertragen werden. Wenn ich hier eine Bewegung mache, man sieht das ja, das wird nicht auf die Kamera übertragen. Und wenn ich jetzt mit der freien Hand an die Mittelsäule gehe, ja, dann werden doch die Erschütterungen wieder direkt übertragen. Das widerspricht sich, meiner Meinung nach. Ob es funktioniert oder nicht, das sehen wir jetzt gleich. Bevor ich aber anfange, möchte ich noch ein paar Worte zur Balance verlieren. Auch da habe ich ein paar Kommentare bekommen, wie die richtig einzustellen ist und so weiter. Ich muss aber dazu sagen, das war richtig eingestellt. Was ich gezeigt habe, war allerdings mein Ersatzhandy auf dem Steadicam und da war es natürlich nicht richtig eingestellt, weil das ein anderes Gewicht hat. Ich möchte es heute nochmal richtig zeigen. Ich habe heute mein Kamera-Handy auf dem Steadicam. So, und jetzt machen wir den Test. Ihr wisst ja, 2 Sekunden oder 3 Sekunden muss das dauern. 21, 22. Ich würde sagen, das ist ziemlich perfekt austariert. Das ist auch genau in der Waage. Sieht man auch jetzt hier. Also das ist hundertprozentig eingestellt. So, ich probiere das jetzt mal aus. Im Stand versuche ich mal, die Kamera zu schwenken und der Bildstabilisator ist wie immer abgeschaltet. Ja, so richtig ruhig und flüssig geht das leider nicht. Okay, nächster Versuch. Jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig in einem Halbkreis und versuche dabei die Richtung der Kamera beizubehalten. Und los. Ich gehe wie gesagt ganz vorsichtig jetzt und fasse ganz sanft dran an die Mittelsäule. Aber obwohl ich wirklich sehr vorsichtig bin, da kriege ich Wacklereien. Das ist gar nicht zu vermeiden. Und nun zum nächsten Versuch. Ich laufe jetzt eine von mir markierte Strecke. Hier seht ihr einen Holzklotz und da hinten ist auch nochmal einer. Hier. Diese markierte Strecke laufe ich jetzt dreimal nacheinander ab. Das erste Mal mit meinem eigenen Steadicam, mit dem Billig-Steadicam, also mit den Kabelbindern. Das zweite Mal mit dem richtigen Steadicam, aber ohne an die Mittelsäule zu fassen. Und das dritte Mal mit dem Steadicam und ich fasse dabei an die Mittelsäule. Okay, einmal laufen mit Kabelbinder-Steadicam. War gar nicht mal so übel. Dieselbe Strecke jetzt mit Steadicam, ohne dass ich an die Mittelsäule fasse. No, das ging eigentlich ganz gut. Im Moment ist es glücklicherweise ziemlich windstill, deswegen hat der vorherige Versuch auch gut geklappt. Aber jetzt nehmen wir mal an, es würde richtig Wind gehen. Und die Kamera würde ständig aus der Richtung gedrückt werden, dann müsste ich ja dauernd mit 2 Fingern an die Mittelsäule greifen. Und genau das mache ich jetzt mal und laufe damit. Ich versuche natürlich, das möglichst vorsichtig zu machen, aber beim Laufen nehme ich keine Rücksicht, da laufe ich ziemlich stramm jetzt. Und los!
Tja, ich würde sagen, das war um einiges holpriger. Zeit für ein kleines Fazit. Ich habe mir gerade eben die Szenen nochmal in meiner Kamera angeschaut und festgestellt, das Steadicam ohne Anfassen liefert eindeutig die ruhigsten Bilder. Ohne Anfassen. Am zweitbesten ist meine Kabelbindermethode. Es schaukelt zwar ein bisschen, aber es sind keine harten Rucke drin. Und das ist der große Unterschied zum Steadicam mit Anfassen. Da merkt man sehr wohl die Erschütterungen der freien Hand. Die äußern sich in teilweise recht harten Rucklern. Und meiner Meinung nach ist mein Kabelbinderpatent eindeutig besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Spart euch das Geld für eine Steadicam. Im Outdoor-Bereich fahrt ihr mit meiner Lösung besser. So, das soll es jetzt aber gewesen sein zum Thema Steadicam. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!